So, da sind wir zurück und Leute, keine falschen Tricks. Ich habe einen Emmis dabei und den werde ich benutzen. Jetzt mache ich erstmal Musik an. So. Und dann gucken wir mal hier in dieses komische Baumloch. Da müsste eigentlich theoretisch ein Emmis rauskommen, kommt aber noch nicht, weil den können wir nicht sehen. Ich habe ihn gehört. Ich bin da. Ach ja, ich weiß, aber ich habe ihn noch nicht gesehen. Das ist normal. Da ist er doch, siehst du. So, liebe MS74, das sind die Biome, die ich hier mit unseren werten Zuschauern gefunden habe. Ein Timberbiom, relativ flach, mit sehr viel Holz. Da hinten ist ein Bergbiom und wenn du da hinten hinläufst, da ist noch eins, das sieht aus wie Alpen. Also sprich, da ist schneebedeckter Gipfel und so. Okay. Ja, das Ziel der ganzen Übung war, da das ja hier verhältnismäßig okay aussieht, kann man hier schon mal so ein bisschen was bauen. Also hier so erstmal Holz abbauen, bis auf diesen Baum hier, weil da noch das Portal dran hängt. Das klingt logisch. Ja. Den nicht. Okay. Gut, vorher müssten wir allerdings mal schauen, die Frage, ob ich genug Holz da habe, erübrigt sich, glaube ich, bei der Holzhack-Aktion, die wir da hatten. Ach, das war ja Quatsch. Natürlich. So, ich mache uns erstmal Bretter und hier so ein hübsches, scharfes Gerät. Fupp. Wuhu. Ja, und dann gehe ich da hin und baue dir hier so ein Bötche. Was wir brauchen werden, da wir ja nachher nochmal nach Hause müssen und ich ja hier lustigerweise ein Portal-Fail gemacht habe. Wie so oft, versteht sich. Okay, was hast du falsch getan? Ich habe den falschen Knopf gedrückt. So, hier, das stelle ich mir mal da auf, weil da werden wir gleich das Portal hinpflanzen, so wie ich die andere Portal Gun in die Finger kriege. Portal Gun. Ist was? Ich weiß nicht so genau. Okay, reiten wir erstmal in Richtung Heimat. Mal gucken, wo waren denn die... Was waren Heimat? Home war rot. Gut, dann machen wir das doch mal. Hast du genug zu essen dabei? Passt schon. Und? Zu schwimmen. Naja, in den Bereichen, wo noch kein Ozean ist, kann man noch so ein bisschen schwimmen. Hört auf mich. Oh. Ein Strauß. Mit Blumen. Ha. Wo bist du? Lauf doch mal nicht so schnell. Ach, nur hör auf zu heulen. Oh, ein Boot. So, jetzt geht's mit dem Boot. In Richtung Heimat. Ja, da sind wir natürlich deutlich schneller unterwegs als in den letzten Folgen. Ich möchte nicht wissen, wie viele von euch vor dem Monitor gesessen haben und gesagt haben, bau dir doch ein Boot, 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 bau dir doch ein Boot. Unter anderem ich. Natürlich. Klar, wer denn sonst? Und was habe ich gemacht? Ich habe ein Boot gebaut. Geil, wa? Ja, jetzt. Warte mal auf mich. Du bist einfach zu langsam für diese Welt. Das Fahren. Ja, fahr mir bloß nicht auf die Karre drauf, sonst sind die Boote nämlich kaputt. Hahaha. So, ab über den großen Teich, nach Hause, Portal Gun schnappen und dann wieder zurück, wenn man so will. Das müssen wir dann aber auch nochmal einmal mit Boot machen. Wir fahren über den See, wir fahren über den See. Fängst du schon wieder an mit Schlagern? Nein. Komm und schwimme mit mir. Schwimme die ganze Nacht. Fängst doch mit Schlager an. Ja, du hast angefangen. Schwimm nicht so weit. Kleiner Freund. Ja. Ah, schön über den Ozean. Das ist natürlich toll hier. Man sieht unglaublich viel. Oh ja. Spannende Sache. Total. Yeah! Spannung!
Naja gut, deine Aufgabe wird ja dann später darin bestehen, genug Spokebombs zu bauen und dann hier einen dicken, fetten U-Bahn-Schacht reinzumetern. In den gesamten Ozean. Das wird die Hölle an Arbeit, mein Freund. Ich weiß. Ja, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme war für uns quasi gestern das erste WM-Spiel Deutschland-Portugal. Wer hat's denn gesehen? Ich hab's gesehen. Wer hat es nicht gesehen, ist eher die Frage. Mhm. Gab einen schönen 4:0 Auftaktsieg und ich will hoffen, dass das so weitergeht. 6 Spiele sind noch zu spielen, dann wäre der große Traum erfüllt. Der Emmes sagt natürlich nichts außer Wuhu. Schumacher ist wach. Stimmt, Michael Schumacher ist aufgewacht. Ist er wahrscheinlich schon einige Tage, aber man hat den Newsquellen quasi nicht Bescheid gesagt. Jetzt geht es natürlich durch die Weltpresse. Michael Schumacher ist wach. Ja, freut mich. Ist in Ordnung. Ist ja auch der Überfahrer der Formel 1 gewesen. Wäre eigentlich eher schon ein kleines Wunder gewesen, wenn er nicht wieder wach geworden wäre. Wann sind wir da? Wann sind wir da? Es ist noch weit. Ich hab Hunger, ich muss pipi. Oh. Sind wir da? Frage hat sich ja übrig, wa? Ich würde dir empfehlen, jetzt bereits zu bremsen. Das ist für Weicheier. Naja, du machst dir dein Boot kaputt. Ich sammle mir mein Boot intakt wieder ein. Hahaha. Du nicht so, wa? Oh, Aurora Awesome. Mein Boot ist weg. Tja. Hast du mein Boot einstecken? Nein. Aber ich hab's nicht kaputt gemacht. Mein Boot ist weg. Wo ist er denn? Hier, am Strand. Ja, was rennst du noch am Strand rum? Hi. Da. Hi. Hast du ein Boot? Ja. Du hast bestimmt ein Boot. Isel! Ein Master. Nein, das ist ein Emmes. Nein. Hier ist ein Master. Guck. Ein Hühnchen? Nein. Eine Ente. Oh, hier sollte ich vielleicht nicht langlaufen. Dann laufen wir mal hier lang, nicht wahr? Komm, du Feigling. Spring. Oh, nicht geschafft. Da. Spring, 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 spring. Du. Zu Hause. Wie schön. Jetzt müssen wir auch gleich erstmal vorsorgliche Maßnahmen ergreifen. Hopp. Erledigt. Weil der Emmes hat ja genölt. Ich will auch. Nix gibt's. Hey, das ist total unfair. Was denn? Gib mir die Diamanten. Hier sind noch gar keine Diamanten. Gib mir deine Diamanten. Die sind doch noch gar nicht da. Gib mir deine Diamanten. Ich habe das 8 Stück. Ich habe das Gold da reingetan. Gib mir Diamanten. Nüscht. Das sind meine. Gib mir Diamanten. Bitte? Nein. Ist okay. Geh weg. Er ist so böse, weißt du? So, dann bau dir erstmal, was du bauen musst. Manchmal muss ein Mann eben bauen, was ein Mann bauen muss. Wo sind die Diamanten? Ich hab keine. Haha. Ja, wenn ich's dir doch sag. Du brauchst jetzt auch nicht mit deinem Cursor in deinem Inventar rumzufahren und sagen, hier sind die Diamanten. Für ach ja. Sehende. Das hier hast sind du das letzte Mal schon gemacht. Guck mal hier. Hier sind die Diamanten. Gib mir die Diamanten. Warum? Du kriegst die Diamanten nicht. Und dein Leder. Ich habe sogar das Leder geklaut, siehst du? Nicht mal so das gönne ich dir. Gib jetzt her. Wow, oh nein, ist okay, geh weg. Warum rennst denn du weg? Weil du mich hauen willst. Vielleicht wollte ich dir auch einfach nur eine Ultimate Fist geben. Oder ich wollte sie dir einfach direkt in die Schnauze geben. Nein, so lieb bist du nicht. Ah, dankeschön. So,
Leder haben wir keins mehr. Okay, hier sind noch ein Haufen Äxte drin, die würde ich dir empfehlen, mal abzunehmen. Oder aber du baust welche aus Dingelskirchen. Wo sind Äxte? Hier in der Kiste. Oh, das sind Steinäxte. Ja, ah nee, warte. Ich nehme da oben die zwei Eisenäxte. Okay. Wollen wir ein bisschen Eisen mitnehmen? Ja. Definitiv. Oh, ich glaube, ich muss niesen. Echt? Cool. Achso, du bist gerade am Machen, Bauen, Tun? Ja. Oh, Mist. Tatsächlich. So. Ich hab ne Fist. Na, das ist doch schön. Klingt zwar alles gerade irgendwie ein bisschen verkehrt, aber es ist okay. Das sollte es. So, und dann habe ich hier noch für dich. Da. Dankeschön. So, und dann haben wir das erste Mal. So. Ich möchte dir auch was schenken. Da schniepel ich da mal rein. Dann brauche ich... Ja, toll. Na, haben wir den Magnetmodus noch an? So, ich bin startklar. Es ist dunkel. Ich hätte ja jetzt gesagt, bau mal ein Bett, aber... Aha! Du hast keine Wolle mehr, gell? Hier. Da steht dein Bett. Oh. Warum bist du so lieb zu mir? Weiß ich nicht. Das vielleicht, weil du mir, später noch von Nutzen sein könntest. So, dann wollen wir uns hier mal ein Portal hinbauen. Dann lege ich die Potato Gun mal auf die Seite. Das kann ja alter die, werden. Dann nehme ich, ja genau, Professor Dr. Sauerbruch beim Betrachten einer Knieckelnverletzung betitelt das mit S. Das kann ja alter werden. Gut, das hier wird das Portal für den, na, fürs Biom. Da. Warum da? Da, warum nicht? Also mach doch hier hin. Wenigstens alles auf einer Wand. Du bist auf einer Wand, wenn ich mit dir fertig bin. So. Komm und schwimme mit mir. So, dann wollen wir mal zur Timber. Die Timber ist die 5, das ist Yelp. Gut, dann gehen wir da mal hin. Ein weißes Ross, irgendwas gehörst du mir, was? Hast du einen Waypoint angelegt für das Biom? Ich? Ja. Dann renn nicht so weit weg. Hahaha. Wo ist er denn? Na hier. Wo ist hier? Auf dem Wasser. Hier auf dem Wasser. Auf dem Wasser. Ah, oh. ein Fisch. Kannst. Okay, dann wollen wir doch mal shit harten. So, jetzt schwimmen wir spannenderweise, idealerweise schwimmen wir spannend zurück. Ja, ich hatte ja in der letzten Aufnahme einen Stronghold mit einem Ozean entdeckt. Den sollten wir uns auf jeden Fall nochmal zu Gemüte führen, wenn wir denn gemeinsam wieder auf dem Ozean unterwegs sind. Da würde ich ganz gern auch die U-Bahn, die dann in Richtung Biomes of Plenty Biome führt, die würde ich da bitte mit einem Zwischenhalt versehen. Ja, okay. Kann man drüber nachdenken. Es ist auch gar keine schlechte Idee. Da haben wir nämlich noch einen dicken, fetten Silverfish-Spawner.
und eben auch die Möglichkeit, zur Not mal ins End zu wandern, was wir dann aber erst dann machen werden, wenn wir so in Richtung Folge 1000 unterwegs sind, denke ich. Fahren wir eigentlich gerade dran vorbei, weil ich sehe deinen Waypoint nicht.